Puh. Um an Sicherheitspersonal vorbeizukommen, war Überzeugungsarbeit nötig. Ah, ich sehe Peter und Bob. Kannst du mal hier oben drauf klicken, oder? Na, da ist ja unser Halbstarker. Du siehst ein wenig abgekämpft aus. Mit knappen Worten berichtet Justus von seinen Schwierigkeiten. Justus, die menschliche Abrissbirne. Vielleicht ist die Dame ein Gespenst, das in den Überresten des Gemäuers spukt. Oder es handelt sich um eine Stadtstreicherin. So jemand wie Rubbish George. Selbst wenn sie der älteste Knubi der Welt ist, die Blocker sind die reinsten Schießhunde. Mein Vater will uns Z-Ausweise verpassen, damit uns die Crew auch vertraut, wenn er nicht da ist. Sie hat ihre Basis am Hafen aufgeschlagen. Na, dann bin ich gespannt, was dein Vater den drei Detektiven zu erzählen hat. Erste Regel, wenn die Technik losgeht, Arbeitswege freihalten. Okay, okay. Also können wir da nicht einfach rein. Erste Regel, wenn die... Was sehen meine entzückten Augen? Eine Version der kleinen Meerjungfrau. Oh, ich glaube, ihr habt euch verlaufen, Jungs. Husch, husch hinter die Absperrung. Na. Die Wall of Shame. Ist das ein Privileg oder ein Pranger? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass mir das gar nichts sagt. Mr. Grigsby kann es nicht leiden, wenn jemand eindöst. Also läuft derjenige Gefahr, heimlich mit Wasser bespritzt und dabei fotografiert zu werden. Hm. Davon hat Papa zu Hause nichts erzählt. Was ist hier im Eimer? Das kann man nicht umklicken. Hier hat es Danny erwischt. Da fragt er. Davon hat Papa zu Hause nichts. Auch wenn der Vergleich hinkt, die Gesichter erinnern mich an die weltweite Aktion, sich Eiswasser über den Kopf zu schütten. Okay, das war's wohl. Oh, ich glaube, ihr habt euch verlaufen, Jungs. Husch, husch hinter die Absperrung. Ja, die wieder. Danny? Am Set wären wir zurzeit nur im Weg. Ah, die drei Detektive sind komplett. Ganz schön was los hier. Das Team belagert Hafen und Strand. Natürlich mit Genehmigung der Stadt. Henry, hier steht ein Motorrad. Das ist die Maschine von Justus Jonas. Baby Fetzio? Ja? Großartig. Wir fangen an einzurichten. Ist Danny da? Ich gebe Bescheid, wenn ich ihn sehe. Ende. Das war Mason Grigsby, der Regisseur von High Level Spy, unserer Serie um Spione mit Superkräften. Wenn der geheime Anzug nicht wieder auftaucht, bin ich geliefert. Das sind auf jeden Fall die Karten. Bitte tragt die Set-Ausweise immer bei euch. Ja, machen wir. Und noch was anklicken. Hi Henry, nun sieh mal, was dein Anzug angerichtet hat. Ich bin tatsächlich geschrumpft. Wenn ich nur wüsste, wie ich das umkehre. Ein gutes Frühstück soll ja helfen, groß und stark zu werden. Kein leichter Job, wenn du die Größe eines Käfers hast. Ich würde gern sagen, man sieht sich. So oder so, du bist und bleibst der Größte. Grüß mich, Grigsby. Was für ein Spinner. Habt ihr auch das Plätschern bemerkt? Es klang wie ein Bächlein. Vielleicht ein Hinweis, wo er sich aufhält. Wo wohnt er denn? Ich habe gehört, er sei kürzlich umgezogen. Keiner weiß so recht, wohin. Außerdem ist er nicht zu erreichen. Tja, bei dem Missgeschick kommt er wohl kaum an sein Handy. Haha, Peter. Und wie ist die Aufnahme entstanden? Wir sollten uns diskret umhören, ob wir etwas zum Motiv und Verbleib von diesem Danny erfahren. Okay, was ist hier unten? Nix. Oh, nix. Ich würde sagen, finden wir Danny, finden wir den Anzug. Ja, ich muss doch mal kurz hier gucken. Ich frage mich, wie Danny privat an das Kostüm gelangt ist. Der Anzug befand sich leihweise im Verlag, der die Entwürfe für eine Comicreihe zur Serie aufgreift. Danny sollte ihn für mich abholen. Das Team dort meinte, das habe er auch. Das Resultat kennen wir. Also hier. Ich glaube, wir haben noch etwas zu besprechen. Oh. Walkie-talkie. Gute Idee. Dafür lasst ihr bitte eure Handys aus. Ich würde sagen, finden wir Danny, finden wir den Anzug. So, also da waren wir. Henry, wir sind eingerichtet. Du kannst loslegen.
Alles klar, bin gleich am Set. So. Eine Outdoor-Nebelmaschine ist eine feine Sache. Allerdings vermisse ich die Fernbedienung, mit der ich sie regulieren kann. Okay. Hört sich wie nach dem Auftrag. Ich meine, ich habe die Fernbedienung gestern am Set gelassen. Können wir hier irgendwie irgendwo hin? Nö. Ich meine, ich habe die Fernbedienung... Ja, das haben wir verstanden. Das ist Mason Grigsby. Gehen wir hin? Ja? Moment. Bist du das? Baby Fatso? Baby Fatzos Tage sind gezählt, Sir. Aber ja, ich bin Justus Jonas, der Ex-Strolch. Natürlich. Und da sind ja auch Schorsch Sprössling und... Verzeihung, wer ist der Kleine? Der kleine Bob Andrews ist ein großer Fan Ihrer Arbeit, Mr. Grigsby. Kann ich hier irgendwas nehmen? Dieses kleine Schätzchen sorgt dafür, dass meine Mannschaft spurt. So, mit der Wasserpistole macht er die Leute wach. Danny liebt die Story vom Super-Winzling geradezu. Überzeugt euch selbst. Falls er sich doch noch herbequemt. Wer zu spät kommt, macht Platz für andere. Hä? Wo kommt denn jetzt der Schlüssel her? In Dennis Abwesenheit bleibt uns sein Trailer. Da können wir schon mal einen Blick riskieren. Ah, okay. Also hier brauchen wir gar nichts machen. Müssen wir wahrscheinlich zum Trailer von dem. Aber wo ist der? Ist das der hier vielleicht? Danny? Ja. Oh, Fehlanzeige. Ja, rein. Achso, wir haben ja den Schlüssel. Sehr gut. Ich würde sagen, hier geht einer in seiner Rolle auf. So, Fernbedienung. Gullivers Reisen. Auf der Insel Lilliput waren die Bewohner allesamt winzig und Gulliver war der Riese. Im Land Brobdingnag verhielt es sich dann... Eine Comicserie von Pierre Serran. Eindeutig Franzose. Ein Meteorit verursacht eine Epidemie, die Menschen schrumpft. Ja, ja. Will jetzt eine Comicserie... Nicht jede... Eine Comicserie... Jedes Comic. Mit Schirm, Charme und Melone. In der Serie gab... Erzählen jetzt hier zu jedem Poster und sowas? Der Typus des... Nee, komm. Jack Arnold verfilmte... Warum streben ein... Grigsby an Baby Fatso. Seid ihr schon in Dennis Trailer? Ja. Warum streben eigentlich so viele Filmschurken die Weltherrschaft an? Kann man da nicht vielleicht die Kugel aufmachen? Grigsby an Baby Fatso. Seid ihr schon in Dennis Trailer? Hier Justus Jonas, Mr. Grigsby. Wir sind vor Ort. Leider haben wir Danny nicht angetroffen. Macht es euch bequem. Ach ja, kleiner Tipp. Danny hortet heimlich Süßigkeiten. Vielleicht werdet ihr fündig. Ende. Ja klar, wir sollen einfach mal seinen Wohnwagen durchsuchen. Hier kann man aber nichts anklicken. Ah, warte mal, vielleicht können wir jetzt die Kugel aufmachen, nachdem er uns diesen Tipp gegeben hat. Na, Justus? Ha. Lust auf eine Leckerei? Ohne Witz, ich wusste das nicht. Oh. Ich wusste es wirklich nicht. Noch mehr Interesse weckt das Buch im Globus. 5 boxende Zauberer, die rasch herumspringen? Ah, das ist ja mal eine Information. Das ist ein Pangramm. Es fanden alle 26 Buchstaben des Alphabets Verwendung. Mhm. Ja, aber jetzt sollen wir doch nicht hier bleiben, oder? Also anklicken kann man jetzt hier nichts mehr. Nee. Ja. Oh, ich glaube, ihr habt euch verlaufen, ja, Jungs. Ja. Holt Papa ist ganz schön im Stress. Okay, da gucken wir nicht. Ja, wir müssen wieder zum Set, ne? Oder gucken wir auf die Fotos. Ist da irgendwo die Fernbedienung zu sehen? Hätte er sein können. Davon auch, wenn der Hier hat es Danny erwischt.
Dann gehen wir jetzt nochmal zum Set. Geduld, Justus. Dein Auftritt kommt noch. Der Störf... Ein Merkspruch mit dem gesamten ABC, was wohl davon zählt. Faktor im Hintergrund, der das... In diesem Satz sind alle Buchstaben des Alphabets mindestens einmal vertreten. Okay, hab ich keine Ahnung. In diesem Satz... Ja, das habe ich verstanden. Ja, das ist ja wohl... Ich meine, ich habe die Fernbedienung gestern am Set gelassen. Danny sollte hier eine romantische Szene mit Taylor spielen. Wenn er nicht erscheint, wird Grigsby improvisieren. Dafür ist er bekannt. Na, notfalls kann ich als Dannys Double einspringen. Aber dann darf Kelly die Folge nie zu sehen kriegen. Geduld, Justus. Da. Okay, okay. Ja, ist jetzt ein bisschen verzwickt, die ganze Lage. Oh, ich glaube, ihr habt euch verlaufen, Jungs. Ja, mit der Alten kann man nicht reden. Also das wird nichts. Weiter bin ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt eben den Tipp bekommen, dass hier... In diesem Satz sind alle Buchstaben des Alphabets mindestens einmal vertreten. Kann man irgendwie anklicken? Das ist ja ein Rätsel, das war auch in der Hilfe. Ihr macht mich ganz... Die Absperrung. Ist doch doof. Ja. Oh, ich glaube, ihr habt euch verlaufen, Jungs. Husch, husch hinter die Absperrung. Ah. Ach, ihr seid vom Team. Peter Shaw. Bist du mit Henry verwandt? Ja, das ist mein Vater. Ah, jetzt sehe ich die Ähnlichkeit. Ich bin Taylor Barnes alias Cyrielle. Spionin an Land, Jungfrau der Meere, Freundin von Tiny Might. Man nicht so dick ein auf. Location Scout hat Rocky Beach als Kulisse für unsere Romanze vorgeschlagen. Also, die Ausweise waren die Lösung. Ich habe jetzt bestimmt 10 Minuten versucht, das Rätsel zu lösen. Das war falsch, das habe ich euch rausgeschnitten, weil es einfach viel zu lange war. Wir haben gehört, dass Sie mit Danny Coleridge drehen. Die Ausweise musste man ja zeigen. Danny, ja. Also ehrlich gesagt mache ich mir Sorgen um ihn seit dieser Klatschgeschichte. Sie stand in einer Zeitschrift neulich. Helft ihr mir suchen? Klar. Wenn Kelly erfährt, dass sie in Taylor Barnes Wohnwagen war, kratzt sie mir die Augen aus. Mhm. Was ist das? Ach so, wir sollen jetzt einfach... Einfach hier die Magazine aufheben. 12 Stück. Ja, komm. Nee. Also hier sind auf keinen Fall 12 Stück. Nee. Und ist dieser Handy-Störempfang, ist das hier etwa hier im Spiel? Also weil mein Handy liegt nicht hier. Ich glaube, jetzt kann man vielleicht hier noch die Hefte einsammeln von ihm. Nee. Kann man nicht. Aber wo kriegen wir jetzt die anderen restlichen 8? Der Handyempfang, also das Stören, ist wirklich bei ihr nur im Trailer. Vielleicht ist das auch ein Hinweis. Man kann hier nichts anklicken. Ah. Wir sind trotzdem keine 12. Wie um alles in der Welt soll man hier 12 Sachen finden? Auf gar keinen Fall bei... jetzt konnte ich das anklicken. Vielleicht kann man die nicht...
Durcheinander anklicken? Nein, geht nicht. Sechs Stück habe ich jetzt. Da ist noch eins, okay. Das war aber wirklich sehr versteckt. Also jetzt ist da wirklich nichts mehr, was ich hier anklicken könnte. Jetzt gehen wir mal hier raus. Jetzt gehen wir nochmal bei dem. Guck mal, hier liegen so viele Zeitschriften und so. Wieso kann ich da nicht hiervon? Nö. Geht nicht. Also wieder zu ihr. Die Zeitschrift muss in meinem Trailer oder in der Nähe liegen. Oder in der Nähe. Ah, guck mal, hier liegen auch welche. Da. Und da. Und da. Zwei Stück noch. Ey, komm, das ist zu schaffen. Mal genau hingucken. Da liegt auch noch eins. Jetzt nur noch eins. Die hat eins in der Hand. Die Zeitschrift muss in meinem Trailer, oder? Hier ist auch noch eine, oder? Jawoll! So. Die Zeitschrift muss in meinem Trailer, ja, oder in der Nähe liegen. Bitte sehr. Na bitte. Diese Ausgabe meinte ich. Da scheint Danny aber nicht gut wegzukommen. Er wird als Kindskopf dargestellt. Ja, das ist der Punkt. Er verhält sich nicht professionell. Klar, er ist witzig. Aber er trennt die Serie Romantik, Spionage, Heldentum nicht von seinem Privatleben. Heißt das, er ist verrückt? Vielleicht stimmt er sich nur auf die Rolle ein, indem er sie eine Weile lebt. Es tut gut, darüber zu reden. Ich will euch etwas anvertrauen. Oh ja. Bringt mir mal die Plakatrolle aus meinem Trailer. Hey, wir haben gleich den ganzen Trailer leergeräumt. Plakatrolle. Eine Plakatrolle. Da, das Ding? Nee. Also irgendwie... Bin ich blind? Ah! Boah, die war aber echt versteckt. Ein richtiges Suchspiel. Oh, eine Zahlenfolge. Vermutlich eine Geheimbotschaft und damit ein Requisit der Serie. Tatsächlich ist das Dannys Versuch, bei mir zu landen. Vielleicht werdet ihr daraus schlau. Oh, ich weiß, was das ist. Ist doch logisch. In diesem Satz sind alle Buchstaben des Alphabets mindestens einmal vertreten. Och, Mann. Wir können den Code nur... Ja, das ist... Wir können den Code nur entschlüsseln, wenn wir wissen, worauf er basiert. Ja, hier drauf. In diesem Satz sind alle Buchstaben des Alphabets mindestens einmal vertreten. Ach so, und das kann man dann eventuell hier... Ich glaube, wir können Dannys Botschaft entschlüsseln. An der Wand ist genug Platz, um Zahlen- und Buchstabenfolge zu vergleichen. Genau. Na, worauf warten wir noch? Vielleicht ergibt sich ein Hinweis auf Dannys Verbleib. Zumindest auf seinen Charakter. Na, wir wählen die Buchstaben des Merksatzes in der Reihenfolge aus, wie sie die Zahlen vorgeben. Genau. Mal sehen, was das ergibt. Aber das muss ich jetzt machen. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann die 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... So, das war hoffentlich die letzte. Wir haben's. Die Botschaft lautet, im toten Briefkasten. Ja, gut. In der Agentensprache steht ein toter Briefkasten für ein Versteck, das nur Eingeweihten bekannt ist. In unserem Fall Taylor Barnes. Ja, und da ist sie noch nicht selber auf die Idee gekommen.
Ich glaub's ja wohl. Wir haben Dannys Botschaft entschlüsselt. Sie lautet: im toten Briefkasten. Wir haben gestern im Aufgang des Leuchtturms gedreht. Da gibt es eine Nische, wo in einer Flasche Nachrichten steckten. Dann heißt es wohl, dahin gehen. Ja, wie kommen wir dahin? Auf diesem Weg kommen wir nicht in den Leuchtturm. Okay. Auf diesem Weg kommen wir nicht in den Leuchtturm. Ich meine, ich habe die Fernbedienung gestern am Set. Hä? Wieso sitzt der denn jetzt hier? Solange Danny uns versetzt, werde ich mich wohl mit Aufnahmen von Taylor begnügen. Na gut. Auf diesem Weg kommen wir nicht in den Leuchtturm. Ja, jetzt ist guter Rat teuer.